Ja, und jetzt kommt für mich persönlich auch ein Highlight dieses Gottesdienstes. Und zwar ist der Präses unseres Bundes FEG hier vor Ort, Henrik Otto. Und das freut mich riesig. Henrik ist jemand, der wie ja, wenig andere zwar klare Standpunkte hat, aber es dennoch schafft, in so einem Bund mit 500 Gemeinden in Deutschland viele Christen miteinander zu verbinden, Gemeinden miteinander zu verbinden und echt mit einem großen Anliegen. Ich durfte einige Jahre mit ihm im Arbeitskreis für Gemeindegründung zusammenarbeiten und ich muss zugeben, Henrik sagt einfach sehr, sehr häufig ganz schön schlaue und weise Sachen. Also es lohnt sich, die nächsten Minuten mal genau hinzuhören und lass uns ihn mal begrüßen mit einem großen Applaus. Henrik Otto, der jetzt die Predigt für uns halten wird. Henrik, Gottes Segen dir dabei. Ich überreiche mal das. Ja, das macht es jetzt nicht leichter, daran anzuknüpfen. Schlaue Sachen sagen. Ich will mal gucken, was dabei rauskommt. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu 15 Jahren Kirche für Bonn. Es ist eine große Freude und eine große Ehre, mitfeiern zu können. Also auch von eurem Bund FEG viele Grüße, herzliche Glückwünsche. Ich habe als Präses ja das Privileg, häufiger feiern zu dürfen. Das ist eigentlich so eine der großen Vorteile dieser Rolle und dieser Aufgabe. Und super, dass das heute hier auch mit euch geht. Ja, ich möchte gerne passend zu diesem Jubiläum, zu diesem besonderen super 15-Jahre-Tag in eine Feier mit euch eintauchen. Wie sollte es anders sein? Eine Hochzeitsfeier, um genau zu sein. Ich gestehe, ich habe ein paar Erfahrungen schon sammeln können mit Hochzeiten anderer Kulturen. Mein Schwager, selbst Schweizer, hat eine Frau aus Kasachstan geheiratet und es war so, dass die Gottesdienstfeier, die war also eher frei evangelisch, ja, und die Feier nachher mehr so russisch-kasachisch. Und mir schien auch, dass damit die Kompetenzen richtig verteilt waren. Der Abend war also super stimmungsvoll. Ich hatte nur so einen Moment, wo ich die Befürchtung hatte, jetzt läuft das Ganze aus dem Ruder, als zwei meiner vier Söhne unter dem Kleid der Braut verschwanden, also mit Anlauf, und dann mit einem Schuh wieder auftauchten. Da dachte ich, alles, was du jemals an Erziehung gemacht hast, ist heute fehlgeschlagen. Ja, später habe ich erfahren, die Festmeisterin hatte den Auftrag dazu gegeben. Sie sollten genau das, Festmeisterin kannte ich auch bis zu dem Tag nicht. Jedenfalls haben die das genau richtig gemacht. Es war auch echt schwierig für die Braut, nachher den Schuh wiederzubekommen. Also andere Kulturen, andere Sitten. Und wir tauchen jetzt mal ein in eine Hochzeit, die vor vielen, vielen Jahren stattgefunden hat und bei der wir sehen, dass Feiern ein echtes biblisches Motiv ist. Ja, eine Hochzeit, die berühmt geworden ist, findet sich im Johannesevangelium Kapitel 2. Und man kann das ein oder andere an ihr sehen, was eine Feier großartig macht und was eine Gemeinde ausmacht, die sich anfühlen möchte wie ein Fest. Vielleicht nicht nur an ihrem Jubiläumstag. Also, wir starten mal. Johannes 2, erster Vers. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Es gab dort 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Also Festmeister, gab es damals schon. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich,
und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Eine inspirierende Feier, finde ich. Noch nicht viel zu sehen von Gemeinde, von Kirche, aber sie verbreitet schon mal den Duft, die Feierkultur des Reiches Gottes. Dafür ist das da. Und ich habe mich gefragt, was können denn Gemeinden lernen, die sich gerne anfühlen möchten wie ein Fest, die dieses biblische Motiv aufnehmen möchten, dass es bei Gott etwas Gutes zu feiern gibt. Und ich dachte mir so, wir lernen als erstes mal vorbehaltlose Freude. So wie bei einer Hochzeit eben. Das soll das sagen. Vorbehaltlose Freude gibt es bei unserem Gott. Da wird einfach gefeiert. Eine Freude, die alles andere in den Schatten stellt. Die in diesem Moment einfach rückhaltlos ist. Vorbehalt. So wie Kinder das gut können. Ich erinnere mich an einen Urlaubstag, den wir in Südeuropa verbracht haben und wir sind abends durch ein kleines Dorf gegangen als Familie und da wurde Eis verteilt, also verkauft, um genau zu sein. Das Eis flog also zum Teil über die Straße und wurde jetzt aufgefangen. Es war richtig eine coole Aktion und wir standen vor so einem Eisverkäufer, der schaute unseren jüngsten Sohn an und sagte, will kleiner Mann großes Eis? Ja, kleiner Mann wollte großes Eis, das ist vollkommen klar. Und dann hat er was gebaut, was so aussah. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Augen immer größer wurden von unserem Sohn. Ja, dreistöckiges Eis, das hat es noch nicht gegeben. Und auch die Brüder waren natürlich sofort bereit, mitzuhelfen, damit das nicht schmilzt. Also war richtig gut. Vorbehaltlose Freude am Eisverkauf. Ich finde übrigens, dieses Jahr haben Menschen aus den europäischen Nachbarländern uns auch sehr geholfen, zu sehen, was vorbehaltlose Freude sein kann. Wir gucken uns das mal gerade an. Ja, schottische Hilfe bei der Fußball-EM, was das Feiern angeht. Die waren auch sonst sehr nett, die Schotten übrigens, auch nochmal da, sehr schön zu sehen. Von den Schotten kann man viel lernen, zum Beispiel auch den Umgang mit Wetter, wie ihr seht. Ja, man kann zum Beispiel sagen, jetzt nur noch 12 Wochen Regen, dann schneit es wieder. Ja, da hast du jeden Schotten auf deiner Seite, so sehr nette Leute. Oder die Niederländer, das war auch gut, oder? Also lauter Leute, die uns, manchmal sind wir ja so ein bisschen zurückhaltend als Deutsche, die uns geholfen haben, vorbehaltlos uns zu freuen. Vorbehaltlos freuen. So fängt das Johannesevangelium an. Im 2. Kapitel. Jesu Weg, seine Sendung beginnt mit einer Hochzeit. Erstmal feiern. In den anderen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, da fängt seine Sendung anders an. Da ist er erstmal in der Wüste unterwegs, Rückzug zum Gebet. Ja, wenig Essen, viel Gebet, Fastenzeit, geistliche Versuchung, sowas wie ein geistliches Trainingslager. Damit fängt der Bericht der anderen Evangelien an. Johannes startet mit einer Feier und möchte damit sagen, wo das Reich Gottes hinkommt, da ist Grund für echte, vorbehaltlose Freude. Da wird gefeiert. Und wir merken, Jesus kann das beides. Er weint mit denen, die traurig sind und er freut sich vorbehaltlos mit denen, die Grund zur Freude haben. Ein paar Kapitel später trifft er eine Frau am Jakobsbrunnen und geht mit ihr ihr Leben durch. Sehr rücksichtsvoll, aber auch klar spricht er mit ihr über ihr Leben und wie es Zukunft und Hoffnung gewinnen kann. Sie hatte 5 oder 6 Männer durch ihr Leben irgendwie buxieren müssen und war ganz anders, stand an einem ganz anderen Punkt, was Partnerschaft angeht, als diese zwei, die gerade bei ihrer Hochzeit sind, die noch nicht viel wissen von dem, was vielleicht noch auf sie zukommt. Er kann sich mit den beiden freuen und mit der Frau auch leiden und trauern. Er weint mit den Traurigen
und er lacht mit den Fröhlichen. Und Gemeinde ist genauso. So sagt Paulus das auch zu den Römern. Freut euch mit denen, die fröhlich sind, und weint mit den Traurigen. Beides hat seinen Platz und hat seine Zeit. Und manchmal ist es auch gut, mit den Traurigen zu lachen. Und trotz allem und bei aller Schwere etwas guten Wein ins trübe Wasser zu gießen. Denn auch wer traurig ist, möchte eigentlich nicht nur davon reden und leben. Manchmal ist es auch gut, mit den Traurigen zu lachen. Und dann kommt auf einmal das. Auf einmal leere Krüge. Auf einmal ist die gute Stimmung gefährdet. Wie unangenehm. Also man kann ja spekulieren, woran das lag. Ob jetzt mehr Gäste gekommen waren, ob es wärmer war, mehr Durst, der Speisemeister nicht vorbereitet. Keine Ahnung. Fakt ist, es ist eine ziemlich peinliche Situation entstanden. Übrigens, es gab damals ein kompliziertes System der Gegenseitigkeit. Es war schon klar, welche Geschenke zu welchem Anlass erwartet wurden. Es war dann aber auch klar, was man dafür erwarten konnte an Feierutensilien. Man konnte das, wenn ich richtig informiert bin, sogar einklagen, ja, wenn also diese ganze Geschenke-Gegenseitigkeit nicht gut passte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch seinen letzten Geburtstag nach diesen Maßgaben ausgerichtet hat. Ja, damals war das möglich. So, und entsprechend peinlich und irgendwie kompliziert, wenn es nicht klappte. Also diese jungen Leute erleben viel früher, als man es ihnen gewünscht hätte, dass Ressourcen endlich sind. Das Hochzeitspaar ist an seinem Start schon gefährdet, eine Geschichte zu produzieren, die man ihnen noch lange aufs Brot schmieren kann. So, also sehr unangenehm. Das beschäftigt übrigens unsere jungen Leute heute auch viel. Dieses Gefühl, die Ressourcen sind endlich. Wir haben vielleicht nicht genug, um so weiterzumachen wie bisher, oder haben sicher nicht genug dazu. Das war nicht unser Lebensgefühl, als ich 20 war. So, aber heute ist es das schon. Jetzt ist klar, Wachstum für alle, das wird so nicht weiter funktionieren. Immer schneller, höher und weiter zu kommen. Diese Erde hat nicht genug Ressourcen, um den Lebensdurst für alle wirtschaftlich zu stillen. Genau genommen lässt sich Lebensdurst auch ökonomisch nicht stillen. Sonst wären ja die, die am meisten hätten, die zufriedensten Leute. Das ist aber nicht der Fall. Und das bringt uns auch zu einem gewissen Bruch in dieser Geschichte, damals in Kana. Denn Jesu Mutter Maria macht Jesus auf ein Problem aufmerksam, auf ein ökonomisches Problem. Es gibt nicht genug Wein, sagt sie ihm. Das macht sie sehr zurückhaltend. Und trotzdem weist Jesus sie zurück und es klingt ein bisschen schroff, muss ich sagen. War es aber nicht, sondern Jesus spricht in einem Ton und mit einer Wortwahl, wie damals ein Mann eine Frau ansprach. Also nichts Schroffes dabei, vielleicht eine Spur zu förmlich, als dass es ein Sohn mit seiner Mutter so machte. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich zu meiner Mutter sage, also Frau Otto, wissen Sie, wir haben in dieser Sache nicht die gleiche Einstellung und nicht die gleiche Meinung. Dann würde sie wahrscheinlich sagen, und was hast du heute Morgen genommen? Ja, das wäre nicht unser Umgangston. Und so ein bisschen distanziert wirkt das hier auch. Jesus macht das bewusst, weil er einen anderen Gedanken hat zu dem Problem, was dort aufgetreten ist. Weil Maria bei der Menge ist, und nicht bei der tieferen Qualität, die Jesus eigentlich adressieren möchte. Er möchte nicht einfach nur mehr vom Selben produzieren. Klar, es würde den Abend retten und am Ende tut er es auch, aber er hat mehr zu tun und mehr zu sagen als das. Weil jeder Gast wird am Ende wieder durstig. Oder weiter gedacht, jeder Geheilte stirbt am Ende doch. Jeder Begnadigte wird auch wieder schuldig,
Das ist das Dilemma mit den leeren Krügen. Unser Durst nach Leben lässt sich in irdischen Kategorien einfach nicht stillen. Es wäre nie genug. Nichts von dem hält ewig. Es muss etwas Besseres geben als das. Es muss etwas Besseres geben als ein Refill an der Bar. Einen besseren Wein. Also im übertragenen Sinn, wir merken schon, Jesus gibt etwas anderes, in einer anderen Qualität, einen besseren Wein, als bisher da gewesen ist. Das sind bedeutsame Andeutungen in dieser Geschichte. Wir kriegen erstmal auch nicht viel mehr, als diese Andeutungen zu hören. Aber wir spüren, es geht um mehr als um Essen und Trinken. Jesus gibt das Bessere, die bessere Freude. Er benutzt die Krüge, die zur Reinigung da waren, und füllt sie ganz neu. Also man muss sich vorstellen, diese Krüge waren dafür da, dass Menschen sich reinigen, das heißt, vor Gott präsentabel machen konnten. Dafür waren sie gedacht. Und sie symbolisierten den grundsätzlichen Unterschied zwischen Gott und Menschen. Man konnte nicht so einfach bei ihm reinstolpern und so einfach bei ihm vorsprechen. Das erforderte eine Vorbereitung, eine Reinigung nach dem Alten Testament. Und Jesus nimmt diese Krüge, setzt ihre bisherige Funktion außer Kraft und füllt sie mit einem neuen, edlen Geschenk. Johannes macht das manchmal so. Er erzählt eine zweite Geschichte in der ersten. Er erzählt etwas Hintergründiges, ohne es so genau auszusprechen. Aber du spürst, hier fängt etwas Neues an, etwas Bedeutsames. Das geht über diese Hochzeit hinaus. Über die guten Sitten, über die körperlichen Bedürfnisse. Es geht um mehr. Es geht um Jesus selbst und wer er ist. Dass er quasi vom Gast zum Gastgeber dieser Veranstaltung wird. Er hilft uns nicht nur aus der Klemme, sondern er füllt etwas in unsere leeren Lebenskrüge ein, in einer Menge und Qualität, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Und vielleicht kennst du sowas. Vermutlich hat jeder von uns ein paar leere Krüge rumstehen in seinem Leben, wo Dinge schiefgegangen sind, wo du gescheitert bist, die peinlich gewesen sind, die du nicht zu Ende gebracht hast. Und du denkst, so kann man ja eigentlich nicht feiern. Mit so viel Bedürftigkeit und Enttäuschung und ungestilltem Durst und geplatzten Träumen, was gibt es da zu feiern? Das gibt es in Gemeinden ganz genauso. Und es sollte mich wundern, wenn es das in 15 Jahren nicht gegeben hätte. Und ihr habt das eben anklingen lassen hier vorne auch, dass nicht immer alles so einfach und glatt läuft, wie man sich das so denkt. Nur interessant ist, in dieser Geschichte dienen die leeren Krüge dazu, dass Jesus zeigen kann, wer er wirklich ist. Das ist sein Moment. Es scheint so zu sein, dass sogar der Mangel und das Peinliche, sogar das Schlechte einen Beitrag dazu leisten muss, dass Jesus geehrt wird. Man kennt das schon aus dem Alten Testament. Hiob ist auch so eine Geschichte. Oder bei Paulus, der Jesus vergeblich darum gebeten hat, dass er gesund wird. Dreimal, sagt Paulus, hätte er Jesus gebeten. Ich finde, dreimal ist eigentlich noch, das geht eigentlich noch. Ja, also, wenn wir ein echtes Anliegen haben, dann schaffen wir dreimal am Tag. Locker. Ja. Paulus war der Meinung, das hat genügt. Und Jesus hat ihm gesagt, genau, meine Stärke genügt in deiner Schwäche. Er hat das auch schon so erlebt. Am Kreuz war es auch so. Das Böse hat gegen den Sohn Gottes gewütet, hat ihn umgebracht und damit die Erlösung der Welt herbeigeführt, ohne es zu ahnen, ohne es zu wissen. Das war nicht schön anzusehen, aber Gott hat aus dem Schlimmsten das Beste gemacht. Den Neuen. Den besseren Wein. Er kommt an leeren Krügen erst so richtig zur Geltung. Und ab jetzt gilt, wer an ihn glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt.
Wenn der letzte irdische Wein getrunken ist, wird da Jesus sein und uns erwarten. Es gibt keine bessere Hoffnung als die. Und ich stelle mir vor, wie Jesus all das durch den Kopf gegangen ist, wofür diese Krüge mal standen und was er dort einfüllen wird und wofür das steht. Für die große Gnade Gottes, die sich verwirklicht in Jesus, der stirbt und aufersteht. Ein neues, edles Geschenk, was sich keiner nehmen konnte und was von diesem Leben bis ins nächste reicht. Ich stelle mir vor, wie das Jesus durch den Kopf geht und auch, was es ihn kosten wird, das zu geben, wofür dieser Wein steht. Und dann sagt seine Mutter, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus denkt sich, wow, du weißt nicht, was du da anstößt und was du auslöst. Die meisten haben das nicht mitgekriegt. Die meisten haben nicht gemerkt, wofür das steht, was Jesus da tut. Manche haben es andeutungsweise hingekriegt und haben volles Vertrauen riskiert. Maria zum Beispiel, die sagt den Dienern, tut, was immer er sagt. Es könnte ungewöhnlich werden, aber nicht fragen, einfach machen. Oder diese Diener, die dann riskieren, etwas von der neuen Flüssigkeit aus den Krügen ihrem Chef zu bringen und zu sagen, trinkt mal. Ja, was ist, wenn das bloß Wasser ist? Was macht der mit denen? Aber sie riskieren es. Und ich habe mich gefragt, was machen wir eigentlich mit dem, was Jesus in unsere Krüge füllt? Verbrauchen wir das einfach für uns und unsere Freunde, für ein paar schöne Abende, für ein paar erbauliche Bibelstunden und aufregende Events und schöne Gottesdienste? Ich meine, ihr könnt eigentlich ein schönes Leben haben als Kirche für Bonn. Ja, ihr habt eine Sporthalle. Ja. Also, und diese Kaffeemaschine da im Bistro. Hey, also ihr könnt es euch echt schön machen. Und nach 15 Jahren könnte man ja auch mal auf die Idee kommen, sich mal hinzusetzen und den neuen Wein zu genießen. Und mal zu gucken, ob man die 6 Krüge eigentlich leer kriegt. Jesus hat ja überflüssig viel produziert davon. Ist ja wirklich unfassbar eigentlich. Also wer kommt auf die Idee, in der Kirche für Bonn jetzt die Kellen auszupacken und den gerade empfangenen Wein wieder zu verteilen? Wer macht sowas? Man könnte es doch so schön haben. Das macht eigentlich nur jemand, der Jesus in die Augen geschaut hat. Er macht die Krüge voller, als ihr es eigentlich braucht. Und seine Augen sagen, das ist für die anderen. Das ist für die, die noch nicht mitfeiern. Deswegen sind die Krüge so voll. Geht doch mal rum und lasst sie probieren. Die denken immer noch, dass Gottes Sohn auch nur mit Wasser kocht. Und die sollen sich wundern. Wir haben eben das Video gesehen von eurer Vision 2030. Und dieses Video oder diese Vision sagt, ihr seid wild entschlossen, eure Krüge freiwillig wieder zu leeren. Wer macht sowas? Ihr seid wild entschlossen zu verteilen, was ihr bekommen habt. Überflüssig bekommen habt. Kirchen zu gründen, die wieder Kirchen gründen. Düren ist nur der Anfang. Das macht man, wenn man weiß, der Wein ist auch für die anderen. Der ist nicht nur dafür da, dass wir schön feiern. Das machen wir auch. Und ich bin auf diese Foodtrucks wirklich. Also Foodtruck löst immer was aus bei mir. Aber das ist nicht alles. Sondern der Wein ist für die, die noch glauben, dass der Sohn Gottes nur mit Wasser kocht. Die müssen ihn kriegen. Und dann werden die Räume zu einem Segen für die Region, so wie er es sagt. Dann wird in dieser Kirche niemand alleine sein, sondern jeder sein Zuhause finden. Das ist großartig. Ich würde gern noch was dazulegen, wenn ich darf. Wie wäre es, wenn diese Kirche eine Inspiration für andere Gemeinden würde, wie man gut leitet
wie man eine Kultur der Veränderung pflegt und es aushält, Dinge loszulassen, um neue Dinge anzufangen. Wie man Mission priorisiert, obwohl man sich an den Krügen treffen und da einen schönen Abend haben könnte. Nicht nur selber mit den Kellen rumzugehen, sondern anderen Gemeinden zu helfen, ihre Krüge aufzustellen. Gott hat euch viel gegeben, um das zu tun. Ich bin überzeugt, dass das zu eurer Berufung gehört. Ich weiß, das ist ganz schön gewagt. Weil die Krüge könnten ja wieder leer werden. Es könnte ja sein, dass ein harter Winter kommt. Aber das ist nicht unsere Sache. Das ist die Sache von Jesus. Wie hat Maria gesagt, tut, was er euch sagt. Fertig. Er ist der Meister der Möglichkeiten. Und dass die Krüge gefüllt sind, das ist seine Verantwortung. Damit mehr von dem passiert, was ich in meiner letzten Ortsgemeinde erlebt habe, dass wir Abende veranstaltet haben für Menschen, die noch nicht mitgefeiert haben. Und wir haben einen Abend gemacht unter der Frage, gibt es eigentlich für jeden Menschen eine zweite Chance? Und einige waren da und einen von denen habe ich am Sonntag im Bistro wieder getroffen. Und dann hat er mir gesagt und hat erzählt, also ich war ja bei eurer Veranstaltung da, an dem Abend. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt wird er sagen, das hat mich total berührt und wie du gepredigt hast und überhaupt, das kam dann nicht. Sondern er sagt, ich bin dann nach Hause gegangen und in der Nacht hat Jesus mich angesprochen und hat mich gefragt, willst du meine Gnade nicht endlich annehmen? Da habe ich ganz schnell Ja gesagt. Kurze Zeit später ist dieser Mann tatsächlich gestorben. Ich weiß nicht, wie Gott sich das ausgedacht hat. Das war sein Moment. Und wenn sowas passiert, dann fühlen sich Gemeinden an wie ein Fest. Darum geht es am Ende wirklich. Und dass das hier passiert, in eurer Kirche, in euren Räumen, in der Sporthalle, in den Konferenzräumen, in den Wohnzimmern und durch euch in anderen Gemeinden. Dafür segne ich euch. Und ich glaube, dass das Jesu Berufung für euch ist, dass er euch dafür die Krüge füllt. Amen.